Tangem soll die sicherste, einfachste und beste Cold Wallet überhaupt sein. Und in diesem Video schauen wir uns diese Cold Wallet einmal an. Wie funktioniert, was macht sie so besonders und natürlich auch meine eigene Erfahrung und Einschätzung dazu. Und solltet ihr nach dem Video Interesse an dieser Cold Wallet haben, dann könnt ihr euch die natürlich einfach bestellen mit dem Link unten in der Beschreibung. Gebt dann auch gerne einmal den Discount-Code BONUS ein, klickt auf Apply und dann gibt es nochmal 10% extra Rabatt für euch. Und Tangem war auch so freundlich, nicht nur diese Wallet für mich einmal zur Verfügung zu stellen, damit ich sie hier testen kann, sondern Tangem hat mir auch 6 Cold Wallets zur Verfügung gestellt, die ich hier im Rahmen eines Gewinnspiels verteilen darf an meine Community. Die Wallets werden dabei direkt von Tangem verschickt, also hier keine Sorge. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr einer der glücklichen Gewinner sein könnt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Da zeige ich euch, wie ihr am Gewinnspiel mitmachen könnt. Und dann schauen wir uns doch auch einmal direkt an, was Tangem so besonders macht. Denn sie sagen nicht nur, dass sie hier die sicherste Krypto-Wallet sind, sondern auch für jedermann. Und das insbesondere soll sie sehr beginnerfreundlich sein oder generell einfach zu handhaben. Die Tangem-Wallet lässt uns dabei unsere Krypto-Assets lagern, sicher und einfach erreichbar und unsere Private Keys bleiben dabei in der Karte. Das bedeutet, dass wir mit dieser Karte überhaupt gar keine Private Keys mehr in dem Sinne haben, die wir uns irgendwo aufschreiben müssen und entsprechend auch irgendwo lagern müssen, sondern das läuft alles über die Karte ab, beziehungsweise dann auch über die Backup-Karten. Was das genau mit den Backup-Karten auf sich hat, erkläre ich euch nochmal später im Video. Ansonsten ist nochmal wichtig hier zu sehen, Tangem kommt aus der Schweiz. Und dann schauen wir uns direkt einmal an, was Tangem jetzt so besonders macht. Alles, was wir brauchen, um diese Cold Wallet zu nutzen, ist im Endeffekt natürlich die Karte und ein Smartphone. Und zwar ein Smartphone, was NFC-kompatibel ist, was NFC besitzt und die Technologie hier drin hat. Was im Endeffekt, wenn ihr ein neueres Smartphone habt oder aus den letzten paar Jahren, sollte es dabei sein. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall nochmal nach, bevor ihr euch hier so eine Karte zulegt, so eine Cold Wallet. Wenn ihr euch hier so eine Karte bestellt, seht ihr schon, dass ihr $55 bzw. $55,90 für 3 Karten bzw. $43,90 für 2 Karten bezahlt. Wie gesagt, mit dem Discount-Code BONUS, den ihr auch unten nochmal in der Beschreibung findet, gibt es nochmal 10% Rabatt. Und da seht ihr schon, dass das deutlich günstiger ist als zum Beispiel ein Ledger oder ein Trezor. Was auch sehr, sehr geil ist, dass es 2700 Cryptocurrencies supportet. Und wir schauen uns gleich nochmal in der App an. Es ist alles bereits vorinstalliert. Es werden sämtliche Network Chains unterstützt und wir können die einfach alles mit einem kleinen Klick aktivieren, müssen nicht erst irgendwelche Apps downloaden oder ähnliches. Wir haben auch Zugänge zu DeFi, NFTs, DEX, können dort Kredite machen und auch PancakeSwap nutzen, Uniswap, was auch immer. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr da natürlich auch ganz normal machen. Ihr könnt auch in der App Kryptos kaufen und dann mit Apple Pay, mit Kreditkarte, mit Google Pay etc. bezahlen. Und sie haben einen sehr, sehr geilen Customer Support. Der Support ist 24/7 erreichbar. Und gerade in der deutschen, Customer Support Zeit arbeiten die super, super schnell. Ich habe das ausgetestet und es gibt so schnell eine Antwort, dass auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wie ich schon gesagt habe, also alles, was ihr braucht, ist euer Smartphone und diese Karte. Wir brauchen keine Batterien, wir brauchen keine Kabel, wir müssen nichts aufladen. Und wir haben hier eine Laufzeit von den Karten von ungefähr 25 Jahren, wo diese Karten hier vollständig funktionieren soll. Und das mit einer IP68, das heißt also, es ist wasserresistent, es ist staubresistent. Und hier drin haben wir einmal einen Chip der höchsten Sicherheitsstufe. Und zwar ist das EAL6+. Und das ist die gleiche Stufe im Endeffekt für die Chips, die auch in internationalen Passports drin sind oder auch von der NASA genutzt werden. Also hier auf jeden Fall absolute Sicherheitsstufe. Und wie vorhin schon gesagt, wir haben hier keine Private Key oder ähnliches, die wir uns aufschreiben, sondern es läuft über diese Karte. Die ist hier drin in der Karte gespeichert bzw. wird hier generiert. Und deswegen haben wir dann auch hier in diesem Paket, was uns dann zugeschickt wird, noch eine zweite oder sogar eine dritte Karte mit dabei. Und das ist eine Backup-Karte. Und natürlich habe ich das auch einmal ausprobiert. Wenn wir also diese Karte hier einmal verlieren, ist das nicht weiter tragisch. Wir installieren die App mit unserem Fingerprint und einem Passwort und können dann einfach mit der anderen Backup-Karte hier weiter auf unsere Tokens, auf unsere Coins zugreifen.
Wichtig ist natürlich trotzdem, die Backup-Karte und die Karte selber sehr gut aufzubewahren, an verschiedenen Orten aufzubewahren. Denn wenn ihr gar keine Karte mehr habt, habt ihr auch keinen Zugang mehr zu euren Coins und zu euren Kryptos. Und auch der Support von Tangem kann dann nichts machen. Und das ist im Endeffekt genauso wie bei allen anderen Cold Wallets, Hot Wallets, was auch immer. Wenn ihr eure Seed Phrase verliert, komplett verliert, habt ihr keinen Zugang mehr zu euren Kryptos. Und so müsst ihr im Endeffekt auch eure Karten dann entsprechend sehen und passt entsprechend ordentlich auf eure Karten auf. Tangem hat ja selber einen Sitz in der Schweiz und wurde auch nochmal independent, also unabhängig, auditiert von der Firma Kudelski Security. Auch das könnt ihr euch hier einsehen, wenn ihr dann möchtet. Und wenn ihr euch eine Cold Wallet bestellt, dann achtet auf jeden Fall immer darauf, original beim Händler überhaupt zu bestellen und nicht von irgendeinem Drittanbieter, sodass das Gerät auch definitiv vollständig eingeschweißt ist und nicht schon irgendetwas gemacht wurde. Und deswegen auch bei meinem Gewinnspiel kommt auch die Tangem direkt aus dem Lager von Tangem selbst. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie wir die Wallet einrichten, wenn wir sie gerade frisch bekommen. Und gebt euch einfach nochmal ein paar Infos dazu, wie das dann abläuft. Wenn ihr die Wallet erhaltet, dann müsst ihr als allererstes einmal die App dazu runterladen im Google oder im Play Store. Und achtet da auf jeden Fall auch darauf, dass ihr die richtige App runterladet. Und dann können wir im Endeffekt auch schon direkt die Karte scannen, halten die Karte entsprechend hinten an unser Handy ran, damit das NFC das erkennt, und warten einen kleinen Moment, bis es das erkannt hat und komplett einmal durchgescannt hat. Dann müssen wir einmal die Terms of Services natürlich durchlesen und dann auch akzeptieren. Und dann werden wir nochmal gefragt, hier die Karte entsprechend zu scannen. Also Karte wieder hinten ans Handy. Und es lädt. Und da seht ihr schon, jetzt können wir auch nochmal eine Backup-Wallet hinterlegen. Und das machen wir auch. Einmal Backup Now klicken. Und dann nehmen wir hier die Karten, die wir hier noch drin haben. Entweder haben wir noch zwei Karten oder nur eine Karte noch. Je nachdem, für was wir uns ausgesucht haben, für was wir uns entschieden haben, für welches Paket. Und dann klicken wir einmal auf Add a Backup und scannen entsprechend auch unsere anderen Karten noch einmal ein. Und dann machen wir das Gleiche auch natürlich nochmal mit den anderen Karten, damit wir hier für unsere Mainkarte komplett die Backup-Karten, die wir hier vorhanden haben. Ich habe, wie gesagt, das Dreierpaket einmal vollständig eingescannt und hinterlegt haben. Und sobald wir das haben, können wir auch einmal unsere Biometrics, also unser Fingerabdruck, noch einmal hinterlegen, damit wir überhaupt in die App kommen und können da natürlich auch einen Code hinterlegen. Und dann seht ihr schon, dass wir hier jetzt sehr, sehr viele Currencies oder Währungen hinterlegt haben, womit wir dann unsere komplette Balance einmal anzeigen lassen können. Das hat ansonsten nichts zu tun. Und dann seht ihr auch direkt hier, wie viele Token hier schon vorinstalliert sind. Und das sind wirklich irgendwie über 1000 Token oder über 2700 Token, die hier überhaupt verfügbar sind auf dieser Tangem. Also wirklich eigentlich alles, was ihr braucht. Und da seht ihr auch, dass sämtliche Netzwerke, Chains unterstützt werden. Und ihr könnt einfach einmal raufklicken und dann werden die euch dann entsprechend auch in der Wallet angezeigt, da wo ihr sie hauptsächlich dann seht. Ja, ihr müsst also nicht wie beim Ledger erst irgendwelche Apps installieren und kompliziert und beginnerunfreundlich, sondern ihr habt hier die Wallet wirklich innerhalb von vielleicht 1, 2, 3 Minuten aufgesetzt und vollständig funktionsbereit. Um sämtliche Sachen dann abzuspeichern, müsst ihr dann nochmal ganz kurz eure Karte einscannen und dann war es das im Endeffekt auch schon. So einfach ist die App also aufgesetzt und einsatzbereit. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, wie wir hier entsprechend noch Token versenden. Und nun gehen wir noch einmal ganz kurz durch den Prozess, wie wir mit der Tangem Wallet Kryptos versenden und empfangen können. Ihr seht, ich habe hier schon einmal einen Bitcoin mit aufgeladen auf die Tangem Wallet, um das zu testen. Und dann könnt ihr einfach auf die entsprechende Währung klicken und da seht ihr schon euren QR-Code und natürlich auch eure komplette Wallet-Adresse. Die könnt ihr dann einfach hier auf Copy gehen und euch entsprechend dann da einfügen, wo ihr wollt. Ansonsten könnt ihr hier auch auf Buy einmal klicken und dann wird ihr zu einem Drittanbieter weitergeleitet und dort könnt ihr dann entsprechend auch Kryptos direkt mit Fiat kaufen. Und wie ihr seht, ihr könnt mit Visa, mit Mastercard, mit Apple, Google Pay und auch ganz normal mit Banktransfer hier bezahlen und bekommt dann eure Kryptos entsprechend auch auf eure Wallet. Und wenn ihr Kryptos dann versenden wollt, dann findet ihr unten rechts den Send-Button. Und dann habt ihr dort auch wieder die Adresse, die ihr entsprechend einfügen müsst oder wenn ihr auf den QR-Code geht, dann halt einscannen könnt, wie viel von den Kryptos ihr versenden wollt. Wenn ihr das eingetragen habt, müsstet natürlich oben noch eine Adresse eingeben, dann klickt ihr unten wieder auf den Send-Button
Button. Und um das dann einfach nur zu bestätigen, die Transaktion, nehmt ihr wieder eure Karte und haltet die hinten an euer Handy, damit das NFC das erkennt. Und somit wird die Transaktion im Endeffekt bestätigt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt das mich ja mal gerne unten in den Kommentaren wissen lassen, wie ihr die Handhabung findet, im Endeffekt wirklich super schnell eine App aufzusetzen innerhalb von 1, 2, 3 Minuten und dann für jede Transaktion im Endeffekt nur noch einmal die Karte hinten ans Handy zu halten. Alles ist vorinstalliert. Und was auch sehr, sehr geil ist, nicht nur, dass die ganzen Kryptos und Netzwerke vorinstalliert sind, im Gegensatz zum Beispiel wie bei Ledger, wo das ja wirklich sehr, sehr mühsam ist. Und ich weiß noch, bei mir, Ledger war meine allererste Cold Wallet, dadurch, dass sie ja mehr oder weniger am bekanntesten ist, am beliebtesten ist. Und ich habe die mir damals als allererste Cold Wallet geholt und es war für mich also furchtbar umständlich. Ja, es war wirklich so mühselig. Und jetzt hier mit der Tangem Wallet ist alles mega, mega easy. Und ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fan davon. Auch, dass die Sicherheitsstandards hier entsprechend sehr, sehr gut sind. Wir müssen natürlich darauf achten, ich hatte das schon gesagt, dass ihr die Karten entsprechend ordentlich aufbewahrt, so wie eine Seed Phrase an verschiedenen Orten und dass ihr die nicht verliert. Solltet ihr alle Karten verlieren und nur noch eine einzige haben, dann empfehle ich euch, eine neue Tangem Set zu kaufen und sämtliche Kryptos dann auf die neue Wallet zu transferieren und diese einzelne Karte nicht mehr zu benutzen. Denn das Risiko für mich persönlich wäre zu hoch, wenn ich nur noch eine Karte habe, dass ich die dann auch verliere und entsprechend komplett den Zugriff auf meine Kryptos auch verliere. Was ich auch noch als sehr, sehr großen Vorteil sehe, abgesehen von dem sehr, sehr einfachen kleinen Design in Form einer Kreditkarte, sondern ihr werdet mit der Tangem Wallet niemals irgendwelche Storage-Probleme haben, weil eure Kryptos alle auf der Blockchain gesichert sind und im Endeffekt nur Zugang durch die Tangem Wallet dann auf eure Blockchain bekommt. Beim Ledger ist das ja anders gelöst. Ihr wisst, ihr müsst erst Apps runterladen für sämtliche Token und Coins, die ihr haben wollt. Und ihr seid da auch limitiert. Irgendwann ist der Ledger voll und ihr müsst euch einen anderen holen, upgraden, einen zweiten holen, was auch immer. Und hier habt ihr das nicht. Das heißt, ihr könnt wirklich mit der Tangem Wallet so viele Kryptos lagern, so viele verschiedene Währungen, wie ihr wollt. Ja, es ist einfach, finde ich, auch super, super anfängerfreundlich und einfach so leicht zu handhaben. Ich muss nicht erst mit meinem Laptop oder mit Kabel irgendwie an mein Handy ran und an meinen Laptop ran. Und mich hat Tangem auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt. Ich bin mega Fan von denen geworden. Und ihr seid auch nicht jetzt auf dem Handy dann angewiesen, wo ihr das raufgelagert habt. Ihr könntet jetzt die App auch noch auf ein anderes Handy mit installieren. Und auch wenn ihr hier die Karte verliert, könnt ihr entsprechend eure Backup-Karten nutzen. Und selbst wenn ihr diese Karte hier einmal verlieren solltet, kann der Finder nicht auf eure Kryptos zugreifen, weil ihr auch immer noch den Access-Code oder euer Fingerabdruck braucht. Und solltet ihr diesen einmal vergessen haben, dann braucht ihr entsprechend Backup-Karten, um euch dann einen neuen Access-Code generieren zu können. Ich hatte das ausprobiert und es funktioniert reibungslos und entsprechend muss man sich dann nicht übermäßig Sorgen machen, falls man die Karte irgendwie verliert und derjenige weiß, was man mit einem Tangem Wallet anfangen kann. Und jetzt schauen wir uns noch einmal an, wie ihr eine der 6 Tangem Wallets gewinnen könnt, die hier Tangem entsprechend für uns, für meine Community mit zur Verfügung stellt. Solltet ihr nicht so lange warten wollen, könnt ihr natürlich jederzeit auch mit dem Link unten in der Beschreibung euch eine Tangem Wallet kaufen. Denkt daran, den Discount-Code Bonus mit einzugeben, damit ihr 10% extra spart. Und sobald das Video online ist, fängt auch unser Gewinnspiel an. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung und der bringt euch dann hier zu dieser Landingpage. Jetzt steht hier, dass noch ein Tag und 16 Stunden Zeit sind. Das stimmt nicht. Ich setze natürlich den Timer nochmal zurück, sobald das Video online ist, damit ihr alle genug Zeit habt. Und dann gebt ihr hier einfach euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse und bestätigt einmal, dass ihr auch Mails empfangen dürft und klickt dann einfach auf Enter with your E-Mail. Wichtig ist dann, dass ihr dann in eurer E-Mail-Inbox auch nochmal den Empfang bestätigt und das Gewinnspiel bestätigt. Ansonsten seid ihr noch nicht mit im Lostopf. Unter allen Leuten, die hier mitmachen, wird das dann automatisch verlost. Und das Gewinnspiel wird bis zum 22. Mai Mitternacht deutsche Zeit laufen. Und dann am Mittwoch werde ich dann die Gewinner entsprechend auslosen bzw. euch mitteilen. Und wer höhere Chancen beim Gewinnspiel haben möchte und sich noch mehr Lose oder Einträge sozusagen zusichern möchte, der kommt, nachdem er seine E-Mail eingetragen hat, noch auf diese Landingpage. Und dort könnt ihr einmal das Gewinnspiel auf Twitter teilen, auf Facebook, mir natürlich auf YouTube folgen
oder auch auf Instagram mir einen Kommentar lassen. Und dafür gibt es jedes Mal nochmal extra Einträge, extra Lose sozusagen. Und damit habt ihr eine höhere Chance, auch zu gewinnen. Und ja, falls ihr nicht der Gewinner seid, wie gesagt, findet ihr den Link mit dem 10% Discount-Code unten in der Beschreibung. Es wird auch nochmal von mir ein Update-Video geben, wo ich nochmal die Tangem Wallet spezifischer mit anderen Wallets vergleiche. Also, falls ihr mir noch nicht folgt, macht das auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.